Die Stadt Gößnitz werden wohl nur die allerwenigsten von euch kennen. Und auch der Bahnhof ist zwar einigen, aber sicher nicht allen hier ein Begriff. Doch der Knotenbahnhof ganz im Osten von Thüringen ist durchaus interessant, vor allem betrieblich, aber sogar aus Kundensicht. Immerhin schmückte sich Gößnitz jahrelang mit dem Slogan „Längster Bahnsteig Deutschlands“. Seit Anfang März rollen in Gößnitz die Bagger und der Bahnhof wird in den kommenden 2 Jahren komplett auf den Kopf gestellt, wobei kein Stein auf dem anderen bleiben soll. Deshalb möchte ich euch diesen Bahnhof in seinem Zustand vor dem Umbau einmal genauer vorstellen. Der Bahnhof Gößnitz entstand bereits am 15. März 1844 als Zwischenhalt der ersten Bahnstrecke Thüringens von Leipzig nach Hof. 1858 folgte die Anbindung der Strecke aus Glauchau und damit auch der Anschluss aus Richtung Dresden und Chemnitz. 1865 kam noch die Bahnstrecke aus Gera hinzu, womit der Bahnhof seine heutige Funktion als Kreuzungsbahnhof bekam. Die letzte große bauliche Veränderung erfuhr der Bahnhof Anfang der 1960er im Rahmen des zweigleisigen Ausbaus und der Elektrifizierung der Bahnstrecke Leipzig-Hof, damals bis Reichenbach. 1984 folgte die Elektrifizierung der Bahnstrecke Richtung Glauchau. Vermutlich seit dem angesprochenen Umbau in den 60ern besitzt Gößnitz seinen charakteristischen langen Bahnsteig, an dem jeweils 2 Züge in voller Länge hintereinander halten können. Um die Infrastruktur und das komplexe Betriebsverfahren am Bahnhof Gößnitz zu verstehen, muss man ihn zunächst in seine Einzelteile zerlegen. Die Bahnstrecke Leipzig-Hof durchquert den Bahnhof zweigleisig und geradlinig von Nord nach Süd und umschließt den mittig gelegenen Mittelbahnsteig, der etwa in seiner Hälfte signaltechnisch unterteilt ist. Im Unterschied zu herkömmlichen Zugdeckungssignalen, die heutzutage an etlichen Bahnhöfen Alltag sind, wir erinnern uns beispielsweise an Bahnhöfe wie Hamburg, Köln, Mannheim, wird die Unterteilung hierdurch Hauptsignale gewährleistet, aber dazu gleich mehr. Die Bahnstrecke aus Glauchau verläuft etwa ab Beginn des Bahnhofs parallel zum Richtungsgleis Hof-Leipzig. Eine Verbindung zur Bahnstrecke weiter in Richtung Leipzig besteht sowohl im Süd- als auch im Nordkopf, wobei für durchfahrende Güterzüge aufgrund der höheren Geschwindigkeit beim Befahren der Weichen der Wechsel im Südkopf bevorzugt Verwendung findet. Zudem existiert ein Weichenkreuz an der Bahnsteigmitte, womit beide Teile des Bahnsteigs völlig unabhängig voneinander befahren werden können, da der im jeweils anderen Teil haltende Zug jederzeit umfahren werden kann. Auf der Westseite sieht es sehr ähnlich aus. Dort schmiegt sich aus Norden kommend die Bahnstrecke aus Gera an. Es existieren ebenfalls 3 Weichenverbindungen zum Wechsel auf die Bahnstrecke in Richtung Zwickau, wovon die nördlichste für den durchgehenden Güterverkehr bevorzugt verwendet wird und der mittlere und südliche wiederum die unabhängige Nutzung der beiden Bahnsteighälften ermöglicht. Östlich und westlich der Gleise existieren weitere Überholgleise, zum Teil für lange Güterzüge. Im Nordkopf schließt sich eine Autoverladeanlage an, an der Güterzüge beginnen und enden können. Der Bahnhof Gößnitz selbst erstreckt sich vom Einfahrsignal A aus Richtung Lehndorf bis zum Einfahrsignal X aus Richtung Krimmitschau über 2,8 Kilometer. Da wirkt der insgesamt 608 Meter lange Bahnsteig fast wieder kurz, den die Bahn einst als längsten Bahnsteig Deutschlands vermarktete. Tatsächlich war und ist diese Behauptung aber falsch. Einerseits, da die noch freigegebene Nutzlänge des Bahnsteiges nur bei 435 Metern liegt und außerdem in Hamburg und Mainz mit jeweils 627 sowie in Essen mit 667 Metern längere Bahnsteige existieren. Gößnitz bleibt aber dennoch einzigartig, denn betrachten wir die für die Abwicklung des Betriebs notwendigen Fahrten, zeigt sich der Bahnhof trotz keines einzigen höhenfreien Kreuzungsbauwerks beeindruckend flexibel. Bevor wir uns dem weiter widmen, betrachten wir jedoch noch die Leit- und Sicherungstechnik. Der gesamte Bahnhof ist mit Lichtsignal im ostdeutschen HL-System ausgestattet. Diese können sowohl Anweisungen, die bereits ab dem Signal selbst gelten, signalisieren, aber auch Ankündigungen für das jeweils folgende Hauptsignal enthalten. Diese Möglichkeit der Kombinierung als sogenanntes Mehrabschnittssignal kommt in Gößnitz an nahezu allen Signalen zum Einsatz, mit Ausnahme der Ausfahrsignale B und C im Norden sowie S bis V im Süden.
Mehr zu den möglichen Signalisierungen an HL-Signalen könnt ihr in einem extra Erklärvideo erfahren, Link in der Videobeschreibung. Gesteuert und überwacht wird der Zugbetrieb vom Fahrdienstleiter auf dem GS2-Relais-Stellwerk B2 nördlich der Bahnsteige, dem die Wärterstellwerke W1 im Nordkopf, W2 in der Mitte im Gebäude des Befehlsstellwerks und W3 im Südkopf untergeordnet sind. W1 und W3 sind dabei mechanische, W2 ein elektromechanisches Stellwerk. Früher existierte noch eine örtliche Aufsicht auf der Mitte des Bahnsteigs. Das Verlassen des Bahnhofs ist derzeit nur in Richtung Osten möglich, wo sich eine Bushaltestelle befindet. Der Ort schließt sich dann im Südosten daran an. Da Gößnitz mit seinen 3.400 Einwohnern die kleinste Stadt im Landkreis Altenburger Land ist, lockt der Bahnhof aber vor allem Umsteiger an, da er ein wichtiges Linienkreuz darstellt. Wichtigste Verbindung ist die stündliche S5X der S-Bahn Mitteldeutschland, die von Zwickau aus über Werdau, Gößnitz, Altenburg, Böhlen und Markkleeberg gen Leipzig verkehrt und dort nach Durchquerung der Innenstadt und der Passierung des Hauptbahnhofs weiter über die Messe und den Flughafen nach Halle führt. Zwischen Zwickau und Leipzig-Konnewitz bedient die Linie nur ausgewählte Zwischenhalte und verkehrt vergleichbar mit einem Regionalexpress. Neben der S5X gibt es auch die herkömmliche S5 mit selbigem Linienweg, die aber südlich von Markkleeberg aufgrund der deutlich längeren Fahrzeit keine Ergänzung mehr mit der Expresslinie herstellt. Da jeder zweite Zug dieser S5 aus Halle kommt bereits in Altenburg endet, begegnet uns die S5 in Gößnitz als lediglich zweistündig verkehrende mit einer Regionalbahn vergleichbaren Linie. Beide Linien sind Teil des Netzes der S-Bahn Mitteldeutschland und werden mit Elektrotriebwagen der Baureihe 442 unter der Regie von DB Regio betrieben. Sie tragen eine spezielle S-Bahn-Lackierung, unter anderem mit markantem grünen S auf der Frontpartie. Sie können als 4- oder 3-Teller ausgeführt werden und sind sowohl auf der S5 als auch der S5X nahezu immer in Doppeltraktion im Einsatz. Senkrecht zu diesen Linien verläuft der RE1 Göttingen-Glauchau, der in weiten Teilen die Funktion der ehemaligen Mitte-Deutschland-Verbindung in diesem Abschnitt übernimmt und in Teilen einen Interregio-ähnlichen Verkehr darstellt. Gefahren wird im 2-Stunden-Takt mit Dieseltriebwagen der Baureihe 612, die uns östlich von Gera, also hier in Gößnitz, immer in Einfachtraktion begegnen. Zwischen Gößnitz und Glauchau wird diese Linie wiederum durch den zweistündigen Pendel der RB37 zum Stundentakt ergänzt, der zusätzlich in Glauchau Schönbörnchen hält. Hier ist die Citybahn Chemnitz mit einem Dieseltriebwagen der Baureihe 650 unterwegs. Mit Ausnahme der S5 bilden alle hier verkehrenden Linien immer um die halbe Stunde einen Taktknoten, der als Gößnitzer Spezialität, wie schon einmal angekündigt, nahezu kreuzungsfrei und an nur einem Bahnsteig durchgeführt werden kann. Zur Minute 21 kommt stets ein Zug aus Glauchau auf Bahnsteig 2 an. Wir betrachten zunächst die gerade Stunde, in der es sich dabei um einen RE1 handelt. Zur Minute 26 folgt auf Gleis 4 dahinter dann die S5X aus Zwickau, wobei im Verspätungsfall eine gleichzeitige Einfahrt beider Linien möglich ist. Zur Minute 27 wird Bahnsteig 1 von der S5X aus Halle erreicht, während an Bahnsteig 3 gegebenenfalls bereits die RB37 zur Abfahrt gen Glauchau bereitsteht. Auf Minute 30 fahren S5X nach Halle und RE1 nach Göttingen zeitgleich ab. Das ist nur möglich, da die spezielle Anordnung der Weichen eine Umfahrung beider Fahrwege zulässt. Der RE1 benötigt für eine Reise nach Gera eine halbe Stunde, nach Jena etwas über eine Stunde, nach Erfurt etwas über anderthalb Stunden und nach Göttingen 3 Stunden und 20 Minuten. Die Fahrt mit der Linie S5X dauert bis Altenburg 12 Minuten, bis Leipzig Hauptbahnhof 50 Minuten und bis Halle 1,25 Stunden.
Zur Minute 31 fährt dann auch die S5X nach Zwickau ab, die noch 25 Minuten für die verbleibende Strecke benötigt. Insofern die RB37 bereitgestellt ist, kann diese umfahren werden. Sonst geht es von Bahnsteig 1 aus geradeaus los. Schlussendlich folgt uns Minute 35 noch die RB37 gen Glauchau, der eine 14-minütige Reise bevorsteht. In der anderen Stunde ist das Bild im Wesentlichen sehr ähnlich. Wieder beginnt der Zug aus Glauchau zu Minute 21 auf Gleis 2, bei dem es sich diesmal allerdings um die RB37 handelt. Zu Minute 26 folgt wieder der Zug aus Zwickau nach Gleis 4, ebenso wie der nur in dieser Stunde verkehrende RE1 aus Göttingen, der auf Gleis 3 ankommt. Zuletzt folgt zu Minute 29 die S5X aus Halle auf Gleis 1. Auch hier selbes Prinzip, die Einfahrten beider Züge können unabhängig voneinander konfliktfrei durchgeführt werden. Zu Minute 30 geht es dann ab nach Halle mit Umfahrung der noch abgestellten RB37. Zu Minute 31 geht es los nach Zwickau mit Umfahrung des RE1. Und zu Minute 35 verlässt dann der RE1 nach Glauchau den Bahnhof. Und auch hier alles kreuzungsfrei. Hinzu kommt wie angesprochen die zweistündige S5, die wie die S5X auf Gleis 4 zur Fahrt nach Norden und auf Gleis 1 zur Fahrt nach Süden abfährt. Abfahrt in Richtung Zwickau ist immer zur Minute 8 der geraden Stunde, wobei eine Fahrt knapp 40 Minuten dauert. In Leipzig wird immer zu Minute 51 der ungeraden Stunde abgefahren, bei Altenburg in 12 Minuten, der Leipziger Hauptbahnhof in genau einer Stunde und Halle nach knapp anderthalb Stunden von Gößnitz aus erreicht werden. Hinzu kommen einige Güterzüge. Häufige Gäste sind beispielsweise die Autozüge der Pressnitztalbahn, die nach Gößnitz selbst oder weiter zum VW-Werk in Mosel bei Zwickau fahren. Aber auch beispielsweise die Sandzüge aus Kaina unter der Regie der Starkenberger Güterlogistik sind in Gößnitz regelmäßig zu beobachten, ebenso wie etliche Mischer der DB Cargo, die aus dem mitteldeutschen Raum nach Zwickau oder sogar weiter über Hof nach Bayern verkehren. Und darüber hinaus gibt es selbstverständlich noch ein gehöriges Maß an weiteren regelmäßigen wie unregelmäßigen Verkehren der verschiedensten Betreiber. Langfristig soll das Güterverkehrsaufkommen hier weiter steigen. Mit der Ende der 20er Jahre angedachten Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg möchte die Bahn neben der Schaffung zusätzlicher Fernverkehre im sonst eher abgeschotteten Raum auch eine neue leistungsfähige Gütertrasse etablieren. Zu der als Ostkorridor Seehafen Hamburg-Regensburg bezeichneten Magistrale gehört dabei auch die Bahnstrecke Leipzig-Hof, die hierfür insbesondere zwischen Leipzig und Zwickau eine grundlegende Modernisierung erfahren soll und gelinde gesagt auf den Stand der heutigen Technik gebracht wird. Konkret ist die Modernisierung aller Stationen nach modernen Standards, der Austausch der in die Jahre gekommenen Gleisanlagen sowie die Erhöhung der Streckengeschwindigkeit auf bis zu 160 km/h vorgesehen. Auch ein Umbau der Leit- und Sicherungstechnik auf neuesten ESTW-Standard steht an.
wird allerdings beispielsweise im Abschnitt von Bühlen bis Altenburg aus Kostengründen zunächst nicht durchgeführt und erst einmal aufgeschoben. Für Gößnitz selbst ist der ESTW-Umbau aber weiter vorgesehen, ebenso wie eine komplette Umgestaltung des gesamten Bahnhofs. Der lange kombinierte Bahnsteig soll verschwinden und stattdessen zwei parallele Mittelbahnsteige angelegt werden. Da in den Veröffentlichungen zu den Umbaumaßnahmen keine Rede von neuen kreuzungsfreien Überwerfungsbauwerken ist, kann man leider davon ausgehen, dass die Anzahl der Fahrstraßenkonflikte in Zukunft hier deutlich steigen wird. Wie genau der Bahnhof dann nach den voraussichtlich 2024 abgeschlossenen Umbauarbeiten aussehen wird, bleibt abzuwarten. Genauere Infos hierfür konnte ich leider bisher nicht in Erfahrung bringen. Auch wie lange der heutige Bahnsteig und das Bahnhofsbild allgemein noch existiert, konnte ich nicht exakt datieren. Seit 28. Februar haben die Bauarbeiten offiziell begonnen, damit sich das Bild des Bahnhofs von Woche zu Woche wandeln kann. Und damit bin ich auch am Ende dieses Videos angekommen und bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.